Ihr habt vor euch jeder einen Zettel, da sind alle Rollen drauf, die in diesem Spiel jetzt gerade möglich sind. Schreib mir mal Highlighten in Blau hier. Und Rot, das heißt gut Blast und böse. In jedem Spiel gibt es immer nur einen Demon, in dem Fall kann es nur der Imp sein. Der Imp hat seine Minions, die ihm unterstützen, sich versuchen zu tarnen, Verwirrung stiften, etc. Letztendlich ist das Spiel nämlich vorbei, sobald der Demon unter den letzten beiden Überlebenden dabei ist oder die Guten den Demon hingerichtet haben. Das stimmt gar nicht, also sobald der Demon tot ist. Gibt keinen anderen Weg. Ich habe eine Hand auf meinem Zettel. Ja, weil ich damit reingucke gerade. Ich glaube manchmal von jedem den Zettel, deswegen. Also, jeder Charakter hat seine eigenen Fähigkeiten. Dazu erstmal der Imp, der kann jede Nacht jemanden auswählen, der stirbt. Tötet der Imp sich selber, bekommt einer seiner Minion den Imp. Das heißt, ne, er wird so, steigt im Fall auf und kann ab dem Zeitpunkt nachts jemand einen töten. Das entscheidet er eben nicht selber. Das wähle ich immer aus als Spielleiter, wer den bekommt. Dann haben wir als Minion einmal den Poisoner. Der kann jede Nacht einen auswählen, dessen Fähigkeit funktioniert ab dem Zeitpunkt nicht mehr für die Nacht und am nächsten Tag. Dann haben wir den Spion. Der Spion ist eine Rolle, die darf das Grimoire ansehen. Das Grimoire ist letztendlich eine Ansammlung an Tokens, die ich hier hinten in meinem Hidden-Bereich habe. Ich habe hier verschiedene Tokens mit den ganzen Rollen, die es später möglich ist, die ich in jeweils der Farbe dann auch habe, wer diese Rolle ist. Und halt, da ist halt hier alles einmal bei, was letztendlich wichtig ist, über dieses Spiel erstmal zu wissen. Wenn man das heißt, wenn ich das bin, darf das ich... Bei darf siehst du halt, wer was ist. Jede Nacht darf ich nochmal mir genau angucken. Wer was ist, ne, wer, da kannst du halt immer gucken. Reicht doch eine Nacht für, oder? Na, theoretisch nicht, weil jede Nacht ja auch jemand stirbt dann auch. Es gibt zum Beispiel auch Sachen, wo du dann zum Beispiel siehst, du siehst zum Beispiel, kommen wir nämlich später nochmal zu, der Fortune Teller hat einen guten Spieler, der immer ihn als falsch angezeigt wird. Auch solche Sachen sind dort vermerkt. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Und du kannst dir nicht alle Informationen auf eins merken, deswegen hast du da die jede Nacht wieder die Chance zu. Ja, yeah, ja, yeah, die Reihenfolge für die Nächte packe ich auch hier mit. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte mir dir auch nochmal angucken, wann da reinguckt. Natürlich. Da. Dann haben wir die Scarlet Woman. Die Scarlet Woman ist letztendlich ein Minion, der dafür sorgt, sollte der Demon aus irgendeinem Grund sterben. Also der Spy sieht immer, wer geschützt ist. Dass es in dem Spiel nicht vorbei ist, sondern die Scarlet Woman übernimmt ab dann sozusagen die Rolle des Demon. Er hat auch dieselbe Fähigkeiten und spielt dann weiter. Dann gibt es den Baron. Der Baron hat nur die einzige Funktion, wenn der Baron mitspielt, gibt es zwei zusätzliche Outsider-Rollen, zu denen wir jetzt kommen. Die Outsider sind letztendlich gute Rollen, die aber negativen Impact für die Town haben. Zum anderen haben wir denn da den Butler, der nur mit abstimmen darf bei Hinrichtungen, wenn sein Meister, den er zuvor in der Nacht gewählt hat, auch votet. Das heißt, weiß der Meister das? Nein, der Meister weiß nicht. Also der Butler weiß als einziges, wer sein Meister ist. Er kann das hoffentlich sagen, aber der Meister kriegt keine Information, dass der Butler ihn ausgewählt hat. Es kann auch jede Nacht wechseln, kann auch jede Nacht derselbe bleiben. Er darf sich nur nicht selber halt wählen. Und du könntest es halt schreiben im Chat dann halt am Tag oder öffentlich sagen, wie es Shiny schon sagte. Ja, genau. Du kannst es kommunizieren. Genau. Frage ist, ob du das möchtest. Sollte der Fall eintreten, dass du dir nicht sicher bist, dass der Meister wählen kann, weil es kann ja sein, dass, weil wir kommen gleich nochmal zum Voting, dass du vor deinem Meister voten musst, macht dein Meister Anzeichen, dass er voten kann oder möchte, ist es dir nicht verboten, dein Vote vorher abzusetzen. Zieht er sein Vote bis dahin zurück, zählt dein Vote trotzdem. Agierst du ständig gegen deine Funktion als Butler, wirst du sehen, dass ich das sicherlich unterbinden werde. Moment mal, meine Funktion als Butler heißt ja nicht, dass ich unbedingt gleich voten muss wie er, oder?
Nee, musst du nicht. Aber du darfst halt nur voten, wenn er auch gewotet hat. Ja, Moment mal, aber wie fungiere ich denn dauerhaft dagegen? Na, wenn ich jetzt immer wieder sage, ich möchte nicht voten. Wir haben eine sogenannte Uhr. Ich hasse dieses Layout. Warum ist das immer das Standardding? So. Wir haben eine sogenannte Uhr, die ist zum Voten da. So, jeder hat vor sich immer so einen Vote-Knopf, damit er seine Hand heben kann. Wenn eine Anschuldigung passiert, zum Beispiel Grün sagt, er möchte jetzt Pink anschuldigen, würde das Ganze so aussehen. Und dann geht von Pink aus im Uhrzeigersinn die Uhr einmal im Kreis. Sieht dann so aus. Und immer wenn der lila Uhrzeigersinn an euch vorbei ist, könnt ihr euren Vote nicht mehr ändern. Das heißt, wenn jetzt hier hinten bei Weiß der Butler sitzt, der hat als Orange als Meister genommen. Weiß kann, muss Weiß ja vor seinem Meister sein Vote abgeben. Und da haben wir schon die Schwierigkeit. Weil wenn Weiß gewählt hat und der Zeiger ist vorbei, aber Bushi sein Wahl denn zurückgenommen hat, aber vorher gezeigt hat, dass er eventuell wählen möchte, kann der Butler ja nichts mehr dafür, dass sein Meister doch nicht wählt. Gesundheit. Gesundheit. Willst du einfach so, ohne dass dein Meister gewählt hat, spielst du sozusagen gegen die Regeln. Okay. Na, also du musst ja eigentlich schon als Butler sicher sein, dass dein Meister klar wählen will, oder du musst es versuchen zu kommunizieren irgendwie. Musst du schauen. Na, das aber zum Voten, es wird am Tag mehrfach gewotet, bis der Tag zu Ende geht. Das entscheide ich wieder, wann der Tag beendet wird. Der Spieler, der dann die meisten Votes hat, wird hingerichtet. Ihr könnt am Tag immer nur einmal jemanden anschuldigen und einmal jeder kann nur einmal angeschuldigt werden. Das auch dazu einmal. Ja, ist klar. So, jemand will noch einen Platz haben, der darf sich bitte einmal hinten auf Navy setzen. In the Navy! Das musst du aber über dein Interface machen, was du im Bildschirm siehst. Unten rechts sind dafür die Knöpfe, weil du spielst trotzdem noch über Farbe Grau mit. Und du kannst sozusagen nur über die Interface-Buttons interagieren und nicht auf die Buttons vom Tisch. Danke! So, dann haben ich bin wir ein den Mensch. Der Schluss ist eine Rolle, die wird. In aller Hinsicht kann sie immer als böse angezeigt werden. Sie muss nicht. Das liegt wieder in meinem Ermessen. Dazu gibt es verschiedene Rollen, die halt in der Nacht Rollen überprüfen können. Okay, dann auf jeden Fall danke, dass du da warst. Und er kann halt jedes Mal dabei als böse, als Minion, als Demon angezeigt werden. Das Ganze sogar auch, während er tot ist. Weil sobald du stirbst, verlierst du in der Regel deine Fähigkeiten. Das ist beim Fähigen Clues halt nichts. Dann haben wir den Saint. Wenn der am Tage hingerichtet wird, verliert sein Team. Das heißt, alle guten Spieler. Weil, wer hängt denn schon her? Heilig, Leute, ne? Ich bin Saint. So, kommen wir. Du hast Drunk vergessen. Also Drunk habe ich vergessen, Entschuldigung. Der Drunk weiß nicht, dass er Drunk ist. Der Drunk bekommt immer eine Rolle genannt vom Townsfolk. Da kann auch keine Doppelbelegung mit zugehen. Das heißt, ich teile halt die Rollen ganz normal aus. Er bekommt eventuell dann den Mönch. Dann tausche ich den Mönch aus mit dem Drunk. Somit weiß er nicht, dass er der Drunk ist. Aber seine Fähigkeit wird halt nie funktionieren. Und er müsste darüber hinaus herausfinden, dass er eventuell dieser Outsider ist. Sollte er sollte er eventuell gestorben sein und er wird zum Beispiel von Undertaker gecheckt, wird der Undertaker sehen, dass es der Drunk war. Ja, ich hatte noch eine Frage zu generell dieser Malfunction-Mechanik. Das hat ja der Poisoner auch. Und das bedeutet einfach bloß, wenn man versucht, eine Fähigkeit einzusetzen, bekommt man dafür ein falsches Ergebnis. Genau, also entweder funktioniert deine Fähigkeit aber nicht, kommt drauf an, was für eine Fähigkeit du denkst, welche du hast. Na, und du wirst von mir entweder falsche Aussagen bekommen, die nicht stimmen, oder es passiert einfach gar nichts. Kommt immer drauf an, weil ich gehe immer von dem Stand aus, du denkst, deine Fähigkeit funktioniert. Wenn ich dir einfach keine Informationen geben würde, würdest du wissen, es funktioniert irgendwas nicht, das ist nicht Sinn des Spiels. Ja, zum Beispiel, der Slayer hat halt nur so eine Ja- oder Nein-Fähigkeit, genau, aber sowas wie der Investigator. Würde er richtig liegen mit seiner Fähigkeit, er würde aber poisoned sein, würde er einfach von mir Nein bekommen, er denkt einfach, er hat ein falsches Ziel getroffen, fertig. Und wenn er das sowieso ein falsches Frage. Aber ich kann das ja recht easy, zum Beispiel bei einigen Charakteren kann ich das ja recht easy merken, wenn ich zum Beispiel hier
der Empathy oder sowas bin, dann kann ich das ja nach einer gewissen Anzahl an Runden easy merken, dass ich drunk bin. Das ist richtig. Na, also ich sag mal, bei einigen Rollen ist es einfach rauszufinden, bei anderen entweder ist es halt der Drunk, der du bist halt permanent drunk natürlich, weil das deine Rolle von Anfang an ist, oder der Poisoner, der dich in dem Fall Teilzeit außer Gefecht setzt. Und wenn der Poisoner dich jede Nacht wählt, ist es vielleicht auch eine interessante Mechanik, weil er eine gute Rolle getroffen hat. Eine generelle Frage, malfunctioned die Fähigkeit immer gleich schlecht, also zum Beispiel eben das bei kommt, den Empathen. Das kommt drauf an, wie sich das Spiel aneignet. Also wenn der Empath von jetzt vorher immer irgendwie eine 1 bekommen hat, dann soll sie auf einmal malfunction und es ist halt neben ihm vielleicht einer gestorben, könnte ich ihm dadurch eine 0 geben oder auch eine 2. Es würde sich anbieten. Ist ihm nicht passiert, muss ich es halt ändern, weil es natürlich nicht mehr der Wahrheit entsprechen darf. Und dann ist es natürlich sehr offensichtlich, dass seine Fähigkeit irgendwo gepoisoned wurde. Ja. Aber ja, es geht. Also in der Regel versuche ich es halt im Spielfluss mit anzupassen, die Informationen, die ich euch gebe. Okay, mir geht es aber darum, angenommen, ich bin Betrunkener und bin halt ein Empath und 3 Runden hintereinander sterben meine Nachbarn nicht. Habe ich dann trotzdem immer das gleiche Ergebnis? Ja. Nein, ich kann dir das Ergebnis tatsächlich ändern. Muss nicht das gleiche Ergebnis sein. Aber es bietet sich halt an, weil du wahrscheinlich dann immer entweder eine 1 oder eine 0 bekommen wirst, das gleiche zu geben. Ja. Außer es bietet sich, ne, also wenn die irgendeine Information da liegen sollte, dass es sich lohnt, dieses zu verändern, werde ich es wahrscheinlich tun. Okay. Am Normalfall immer dasselbe, weil sonst weißt du ja sofort, dass du drunk bist, halt, wenn er dir jede Runde eine andere Zahl gibt. Genau. Also ich werde sicherlich auf Ereignisse auf dem Spiel halt eingehen, aber ich muss es nicht. Also mir geht es halt darum, wenn ich im Part bin, möchte ich halt wissen, ob ich halt einfach im Betrunkener bin oder einfach vergiftet wurde. Und da geht es mir halt einfach so später zu wissen, okay, kann es mir auch passieren, wenn ich betrunken bin? So kann mir auch passieren, über die Stiene. Also nur weil deine Fähigkeit nicht funktioniert, muss es nicht sein, dass du jedes Mal dieselbe Ergebnisse bekommst. Okay. Weil du denkst, du bist im Part immer noch und deine Fähigkeit, ne, wenn neben dir einer umkippt, weißt du es ja, theoretisch kann dann sein Wert sich ändern, muss es aber nicht. Ja, okay. So, fangen wir bei den Townrollen an. Es gibt erstmal grundsätzlich 4 Townrollen, das sind die obersten 4, die nur am Anfang Informationen bekommen. Das ist dieses You Start Knowing. Danach kriegen sie halt nie wieder eine Information. Die Washerwoman weiß von 2 Spielern, also sie kriegen von mir 2 Farben genannt, beispielsweise gelb und grün. Einer von beiden ist eine bestimmte Townrolle, die ich den Washerwoman auch nenne. Also zum Beispiel, der Washerwoman kriegt gesandt, zwischen gelb und grün sitzt ein Empath. Das einzige Information, die daran halt, das Einzige, was man halt ändern kann, dass es nicht stimmt, ist halt drunk oder poison. Dann muss aber wirklich der Poisoner in der ersten Nacht dich treffen, damit du wirklich als Washerwoman was Falsches bekommst. Das ist sehr unglücklich dann für die Washwoman. Dann haben wir den Librarian. Funktioniert genauso, nur dass ein bestimmter Outsider genannt wird, der zwischen 2 Spielern sitzt. Oder falls wir gar keinen Outsider im Spiel haben, kriegt er das auch genannt. Dann haben wir den Investigator. Der kriegt einen bestimmten Minion gesagt. Ne? Poisoner Spy, Scarlet Woman, Baron. Und dieser sitzt halt auch wieder zwischen 2 Spielern. Dann haben wir den Chef. Der Chef bekommt genannt, wie viele Pairs of Evil Players auf dem Tisch sitzen. Das heißt, wie viele böse Leute sitzen tatsächlich nebeneinander. Na, also ob es ein Paar gibt, ob es 2 Paare gibt. Na, also Paare sind immer 2 Spieler, die nebeneinander sitzen. Wenn jetzt 4 Leute nebeneinander sitzen, kriegst du trotzdem 2 gesagt. Dann sind es 3 Paare. Okay. Weil du sitzt ja... 2, ja, ich weiß, 3. wie du es meinst. Okay. Ja, okay. Ja, klar. Na, sind halt 3 Paare. Aber es weiß nicht, wer ein Paar ist. Nein. Okay. Ich weiß einfach nur, wie viele es gibt und damit kann man halt gucken, wie sich die Tisch-Konstellation natürlich aussieht. Wenn es natürlich wirklich der Fall sein sollte, dass 4 Böse nebeneinander sitzen, ist das recht schwierig, denn natürlich erstmal, wenn du einen Bösen hast, kannst du natürlich davon ausgehen. Okay. Aber ja. Kann natürlich auch immer drunk sein oder poisoned. Dann haben wir den Empath, der kriegt immer von seinen lebenden Nachbarn angesagt, wer davon böse ist, das heißt 0, 1 oder 2. Mehr Informationen bekommt er nicht, aber das zwar für jede Nacht. Dann haben wir das ist das Stärkere an der Rolle. Die anderen, die oberen 4,
kommen nur einmal Informationen. Das heißt, sie können auch recht früh damit rausrücken, weil sie das Spiel dann sowieso keinen Impact mehr haben an Informationen, sondern nur noch mit ihren Diskussionen und Voting haben sie Einfluss. Genauso leicht können sie die halt auch Seite diese Fake claimen, weil sie auch nur einmal eine Info geben müssen. Na, also immer mal abzusehen, halt, kann man dieser Info trotzdem trauen. Also, das ist immer schwierig. Dann haben wir eine Fortune Teller, der wählt nachts immer zwei Leute aus und unter diesen beiden Leuten sage ich, ja, da ist ein Demon oder nein, da ist kein Demon. Wichtig ist, es ist nur der Demon, der gesichtet wird, keine Minions. Es gibt aber, wie gesagt, einen Spieler, den ich auswähle dann am Anfang, der sich auch nicht während des Spiels ändert, der immer als falsch angezeigt wird. Das heißt, auch der Ravenkeeper könnte als Demon angezeigt werden, wenn er halt diesen sogenannten Red Herring abbekommen hat. Einige wissen das halt von Anfang nicht, deswegen sage ich dazu, dieser Spieler wird als Red Herring bezeichnet. Dann haben wir den Undertaker. Jedes Mal, wenn er jemanden hingerichtet hat, kriegt dieser gesagt, welche Rolle das wirklich war. Das kann dann halt wirklich jede Rolle sein. Wenn es ein Minion war, kriegt er dann von mir genannt, es war ein Poisoner dabei zum Beispiel. Oder ihr habt tatsächlich den Imp getötet. Was dann darauf schließt, dass ihr wahrscheinlich eine Scarlet Woman habt oder der... Stimmt, das wirklich... Ja, es... Oder der Imp hat sich selbst getötet, ja. Gab schon interessante Leute. Ne, der Imp kann sich nicht selber getötet haben, weil der Ravenkeeper kriegt nur die Information, wenn ihr den hingerichtet habt, nicht wenn er in der Nacht gestorben ist. Das würde halt auf Poison oder Drunk schließen. Ja, aber wenn wirklich der Undertaker ein Imp ausgräbt, ist zu, ich sag mal, 90% des Scarlet Woman dabei. Und zu 10% ist er drunk. Zu 10% ist er drunk oder tatsächlich, es gibt noch die Möglichkeit, dass der Recluse einfach ausgegraben wird und ich mich entschieden habe, ja, der Recluse wird jetzt als Demon angezeigt, das heißt, der Undertaker bekommt einfach von mir die Information, wenn er den Recluse ausgibt. Ach ja, so. Das war der Imp. So kannst du es auch auslesen, ja? Ja, natürlich. Evil kannst du dann einfach auch irgendeine Evil-Rolle zeigen, ja? Warum? Da steht ja, er ist Minion oder Demon sogar. Ah, okay. Also, Demon ist in dem Fall der Imp. Ist das denn jetzt einmal... Ist das denn jetzt, ich habe es noch nicht ganz verstanden, ob das jetzt festgelegt ist, wie viele Böse es gibt, wenn wir jetzt anfangen zu spielen? Ja, oder ja, es gibt eine Übersicht. Du hast hier hinter Blau und Teal gibt es eine Liste. Da steht immer drin, bei wie vielen Spielern, wie viele Rollen es gibt. Und das ändert sich halt nach Spieleranzahl. Das ist aber immer festgelegt. Das heißt, wir hatten jetzt 9 Townsfolk-Rollen, 0 Outsider, 3 Minion und 1 Demon. Wer der Minion jetzt ein Baron, steht hier zwar immer noch 0, aber ihr habt halt 2 Outsider. Das findet man dann im Spiel halt durch Outsider-Claims raus, wenn dann zum Beispiel einer sagt, yo, ich bin ein Saint, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass wir zu 100% als Minion den Baron haben, weil, oder halt irgendein böser Claim Fake. Das kann aber ich dachte, wenn da Outsiders 0 steht, können wir noch keinen Saint haben, oder? Doch, guck mal, ganz unten nochmal bei dem Minion steht der Baron. Der hat 2 extra Outsider in Play. Ach genau, so. Die werden da natürlich nicht angezeigt. Also 0 plus 2. Genau. Genau. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, halt in diesem Spiel denn mehr Outsiders zu haben. Außer es sind Fake Claims. Verzeihung. Das kann ja natürlich auch passieren, ja. Wie gewinnen nochmal die Demons? Der Demon gewinnt erst, wenn er unter den letzten beiden Überlebenden dabei ist. Ah. Hör mal, aber sind jetzt alle Rollen gleich im Spiel? Nein. Es gibt immer eine gewisse Anzahl an Rollen, das ist das, was hier steht. Ich suche dann aus, welche Rollen mit im Spiel sind und verteile das. Aber das sind alle möglichen Rollen. Es gibt auch Doppelte? Nein, es gibt keine Rolle doppelt. Aber wenn es jetzt den Baron gibt, lügst du dann quasi und sagst, es gibt 2 mehr Townsfolk, weil sonst kommt man ja nicht auf 13, wenn man das addiert. Nein, es gibt statt 2 Townsfolk sind 2 Outsider. Genau. Ah, okay. Also für die Outsider werden dann die Townsfolk reduziert. Und in der aktuellen Situation ist es sogar so, wir sind 13 Spieler, das heißt, wir haben 3 böse Spieler. Das heißt, es muss sogar einmal ein böser Spieler sterben, sonst kann der Dämon nicht gewinnen. Na, ich glaube, wenn wirklich alle böse... Ah, 4 böse meine ich sogar, ja. Ich glaube, wenn wirklich alle böse sind, dann könnte man das Spiel natürlich auch dem Imp geben. Also... Naja, da kommen wir gleich nochmal zu. So, weiter im Text. Wir sind beim Monk. Der Monk ist recht einfach. Er hat die Möglichkeit, jede Nacht dann jemanden auszuwählen. Der ist dann nachts vom Demon halt sicher. Er darf sich nicht selber auswählen. Bei Undertaker, Monk und Demon steht einmal Each Night Sternchen dran. Das heißt, diese Rollen agieren nicht in der ersten Nacht. Macht auch keinen Sinn, weil in der ersten Nacht stirbt keiner. Okay. Weil wir starten immer in der Nacht.
Der Ravenkeeper ist eine sehr interessante Rolle, finde ich, aber ist auch mit die Rolle, die fast nie jemand versteht. Wenn der Ravenkeeper in der Nacht stirbt, wird er von mir aufgeweckt und er darf sich dann einen Spieler aussuchen und von diesem Spieler gebe ich ihm dann die Rolle. Das heißt, er kann theoretisch von jedem Spieler jede Rolle kennenlernen. Gab auch schon den Fall, dass er dann den Imp gefunden hat und das halt kommunizieren kann. Weil wenn du tot bist, bist du nicht mundtot. Du darfst immer noch weiterreden und immer noch deinen Spielbeitrag leisten. Wenn du tot bist, darfst du dann nur nicht mehr die Leute beim Voten anschuldigen, dass sie halt sterben sollen am Tag. Und du hast für das Rest des Spiels nur noch einen einzigen Vote zum Mitvoten. Das kann halt zum Ende hin sehr, sehr starken Impact geben, wenn nur noch drei Leute leben, es aber sieben mögliche Votes gibt. Also wenn ich tot bin, habe ich nur noch meine Fähigkeiten. Was? Nein, die nicht. Nein, also wenn du tot bist, sobald du tot bist, hast du keine Fähigkeiten mehr. Aber die Fähigkeit vom Ravenkeeper aktiviert sich halt erst, wenn sie tot ist. Ah, verstehe. Also wenn er stirbt, wird die getriggert, praktisch. Genau. Und das heißt, kriegst dann deine Info und so funktioniert diese Rolle. Danach kriegst du halt nie wieder eine Info. Dann haben wir den Virgin. Der Virgin wird, ist eine sehr einfache Rolle tatsächlich. Wenn der Virgin am Tage nominiert wird, das heißt, Grün sagt jetzt, Blau soll, den möchte ich jetzt anschuldigen, dass wir den heute hinrichten. In dem Moment ist Blau Townsfolk und er claimt den Virgin, stirbt Blau. Funktioniert wirklich nur, wenn er einer der Townsfolk-Rollen ist. Und wirklich nur, wenn das er bei der ersten Nominierung, wenn da von einem. Nee, das erste Mal, wenn der Virgin angeschuldigt ist. Ja, meine ich ja, bei der ersten Nominierung auf die Virgin. Genau. Also wenn die Virgin das erste Mal von einem Bösen angeschuldigt wird oder einem Outsider, dann ist das. Dann passiert so, da nichts. Aber du sagst dann auch folgendes: Du sagst dann, aber das ist dann wirklich, wenn ich jetzt sage, ich schuldige, keine Ahnung, Fade an. Dann ja, sagst du direkt, ist dann jetzt sagst du tot. Nee, warte, wenn ich Fade anschule, sagst du instant, Fade ist jetzt tot. Das heißt, wenn Fade nicht stirbt, kann er sofort sagen, ich bin Virgin, er ist böse. Sonst wäre ich tot. Oder der anschuldigt, stirbt, nicht die Virgin stirbt. Wenn die Virgin angeschuldigt wird. Wenn du behauptest, wenn du sagst, ich schuldige die Virgin an und du bist Townsfolk, dann stirbst du. Ach so. Oh, okay, das ist kacke. The Nominator is Townsfolk, they are executed immediately. Und Execute das heißt auch, ihr Richter habt dann den Execute für diesen Tag, es gibt nämlich nur einen Execute am Tag, dann ist das durch. Das heißt, ihr habt nicht die Möglichkeit, danach noch jemand anderen hinzurichten. Das ist auch immer noch mal wichtig zu wissen. Das ist aber auch besonders prekär, wenn die Virgin davor schon von irgendjemandem angeklagt wurde. Genau, also auch nochmal als Hinweis, Townsfolk ist kein Outsider. Outsider spielen als gut, die triggern aber nicht die Fähigkeit vom Merchant. Da ist immer diese Unterscheidung, okay, ja, Townsfolk, ist Outsider, es gibt vier verschiedene Gruppen, das ist immer bei einigen Fähigkeiten wichtig zu unterscheiden. Und wenn die Virgin poisoned ist, dann funktioniert das auch nicht immer, oder nö, nie, ne? Wenn die Virgin poisoned ist, hat die keine Fähigkeit, das heißt, es kann nicht funktionieren. Okay. Ja, ist ja klar. Dann haben wir den Slayer, der hat dann eine schöne Armbrust dabei. Wenn er damit auf den Demon schießt, stirbt der Demon. Aber auch nur der Demon stirbt. Alle anderen überleben diesen Schuss. Auch die Evils. Ja, nur gesagt, der Demon. Ne, deswegen, das ist wieder das mit, es gibt diese vier verschiedenen Rollen. Klassenbereiche. Es hat dann nur einmal im Spiel die Möglichkeit und muss es während des Tages öffentlich ankündigen, dass er das tut. Es kann jeder theoretischen Slayer Fake Claim, ich werde dem immer dasselbe sagen, immer was er behauptet, auch wenn ihr nicht das Slayer seid. Ihr könnt immer behaupten, ihr seid das Slayer und meint dann zu schießen. Wenn das am einen Tag, sage ich mal, 5 bis 6 Leute gleichzeitig machen, denke ich mir sicherlich, außer Stratzen von denen einer irgendwie sterben wird. Weil dann geht ihm mir so auf den Piss, dass ich keinen Bock habe. Okay, Runde 1, alle claimen Slayer und schießt. Dann ist Banana Joe der Erste, der stirbt. Gut. Okay, wir claimen das alles, alle schießen auf Steini. Ja. Wer auf mich schießt, stirbt sowieso. Ich habe nicht mal geschnitzelt. Wirft alle Angriffe zurück. Dann haben wir den Soldier, der ist letztendlich dauerhaft protected in der Nacht vom Demon. Kann also nur über eine Exekution hingerichtet werden oder seine Rolle funktioniert nicht, erst Poison, erst Drunk, etc. Oder es gibt gleich noch einen Sonderfall durch den Mayor. Ja. Das hatten wir auch schon.
Also ja, stimmt. Bei der Mayor ist letztendlich auch eine interessante Fähigkeit. Er hat nämlich nochmal eine Möglichkeit, das Spiel andersweitig zu beenden. Nämlich, wenn drei lebende Spieler da sind und es wird keiner hingerichtet, gewinnt sein Team. Das so hinzubekriegen, ist tatsächlich eine ganz schöne, gute Aufgabe. Wir haben es einmal, glaube ich, geschafft. Oder zweimal. Ich weiß, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das zu schaffen, ist interessant. Wie gesagt, unter den drei lebenden Spielern befindet sich dann meist halt der Demon noch, weil wenn der tot ist, ist halt das Spiel vorbei. Wenn der in der Nacht sterben soll, sprich er wird vom Demon angegriffen, kann ein anderer Spieler sterben. Das heißt, dieser Angriff wird umgelenkt, was auch bedeutet, es könnte der Soldier dadurch sterben, weil es nicht direkt der Demon ist, der den Soldier angreift, sondern das abgelenkt wurde vom Mayor auf den Soldier. Wer entscheidet das? Ich. Der Spielleiter. Okay. Also, ja, also letztendlich, wenn irgendwas ist, wie da könnte jemand sterben oder das und das könnte passieren oder steht nicht, ihr wählt, mache ich immer alles. Selbst aber wie ist das? Wirfst du dann eine Münze, wirfst du dann Würfel und das kommt der Unglückliche stirbt? Das Spiel kommt aufs Spielgeschehen an, wie ich das Ganze entscheide. Letztendlich versuche ich immer, das Spiel so interessant wie möglich zu gestalten. Aber ich geh wahrscheinlich davon aus, wenn jetzt zum Beispiel einer der Neuen hier, unter anderem auch ich, Mayor bin, in der ersten Nacht sterben sollte, wirst du wahrscheinlich irgendeinen der Erfahrenen töten. Werde ich irgendjemanden töten, der eventuell denn entweder mich auf die Nerven geht, vielleicht auch, wie zum Beispiel bei Nana Joe. Wow! Beschiss! Also ich versuche halt schon darauf zu achten, dass das Spiel halt trotzdem interessant bleibt. Das heißt, es wird natürlich irgendeine Rolle sterben müssen, aber dass es natürlich neue gleich am Anfang raus wird, ist natürlich genauso doof. Noch eine Anmerkung. Warum tötest du den Imp? Noch eine Anmerkung. Der Monk kann so auch umgangen werden durch einen ungelenkten Mayor-Angriff. Also der Monk schützt ja auch nur vor den Demon. Das heißt, der vom Monk beschützte Spieler könnte auch sterben durch diese Aktion. Ja, also das ist tatsächlich eine sehr interessante Möglichkeit, halt auch Diskussionsbedarf wieder darzulegen, indem der Monk halt behauptet, ich habe den beschützt, er ist trotzdem gestorben. Gab schon interessante Fälle, wo dann die Leute verwirrt waren. Ja, deswegen wollte ich es nochmal anmerken, dass es auch so geht. Es ist immer nur safe vom Demon. Zu dem Thema, dass ich eventuell den Imp töten könnte. Ich werde den Imp wahrscheinlich nicht töten, wenn dadurch das Spiel beendet wird. Weil aber dann weißt du, wenn ich sterbe, dann weißt du. Hä? Wir könnten trotzdem. Wenn es natürlich eine Scarlet Woman gäbe, könnte ich den Imp töten. Das könnte interessant werden. Damit schwäche ich natürlich aber auch das böse Team. Muss ich immer gut überlegen, ob ich das auch mache. Gibt aber auch schon den Fall, dass ich sowas gemacht habe.